Freunde, herzlich willkommen zur Beta von Rollercoaster Tycoon World hier bei Let's Multiplay. Ich habe das Spiel gestern bereits schon mal ein wenig getestet. Vorab sei gesagt, wir können ein paar schöne Achterbahnen bauen. Und ja, die Menschen, die in unserem schönen Park so herumlaufen, sehen ein wenig merkwürdig aus. Beziehungsweise, vielleicht sind es sogar Geister. Ich weiß nicht, vielleicht ist es, da liegt es daran, weil dieses Wochenende Halloween ist. Ich werde jetzt nämlich mal einen schönen Wing Coaster bauen. Den kennen wir, oder den kennt der eine oder andere vielleicht auch aus dem Heidepark. Heidepark direkt in Soltau. Ich wohne so knapp anderthalb, zwei Stunden weit weg vom Heidepark. So, wir können ja ein paar schöne Wege bauen. Da gibt es dann auch schon verschiedene Muster, die wir bauen können. Und dann können wir einfach hier irgendwo hinklicken. Zack. Sehr schön gemacht auf jeden Fall hier, wie ich jetzt hier finde, diesen Platz hier vorne. Mit der Kurve, da haben sie sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wir können auch breitere Wege anlegen. Hier gibt es jetzt noch so einen kleinen optischen Bug. Schießt jetzt nicht ganz sauber an. Aber ich glaube, das ist auch nicht weiter dramatisch. Was können wir noch machen? Wir können das Terrain ein bisschen deformieren. Also wir können es einfach ganz easygoing anheben. Das sieht natürlich auch ganz geil aus hier. Mit so einer schönen Sandtextur. Also Rollercoaster Tycoon World wird ja im Dezember erscheinen. Atari und Invisio haben das Spiel entwickelt, beziehungsweise werden das publishen. Und es wird, soll ein sehr starker Fokus darauf liegen, dass die Besucher in gewisse Themenwelten rein wollen. Also zum Beispiel in einen Gruselbereich, in einen Sci-Fi-Bereich und vielleicht einen Sci-Fi-Burger essen wollen oder eine Bahn fahren wollen, die Sci-Fi-lastig ist. Und das soll alles dann passieren. Wir können ja noch ein paar Scenery-Objekte platzieren. Wie versprochen, ich werde jetzt mal eben schnell einen kleinen Rollercoaster für euch bauen. So, und zwar wollten wir einen schönen Wingcoaster bauen. Und jetzt gibt es den Timelapse. So, liebe Zuschauer, wir sind zurück. Ich bin mit der Achterbahn fertig. Ich habe sie jetzt ein paar Mal getestet. Es ist jedes Mal schief gegangen. Oh. Und ich versuche jetzt mal mitzufahren hier. Mal gucken, ob es diesmal auch schief geht. Jedenfalls kann ich schon mal nicht mitfahren. Super. Gucken wir uns die ganze Achterbahn einfach mal an. Also hier haben wir erstmal den ersten Drop. Da wird sich ein bisschen gedreht. Und dann fahren sie ziemlich tief herunter. Dann gibt es hier noch eine kleine Schraube. Wahrscheinlich, weil sich hier schon die ersten übergeben werden. Dann gibt es hier eine langgezogene Kurve. Da dreht man sich nochmal. Hier gibt es dann nochmal einen kleinen Baum, der aber nicht im Weg steht. Hier wird es gefährlich. Hat geklappt. Sehr schön. Oh, ja, da fällt die Achterbahn auseinander. Schade. Muss ich wohl nochmal ein bisschen ran und weitermachen.
Aber immerhin weiß ich jetzt, wo die Menschen sterben würden, wenn sie mitfahren würden. So, bauen. So, ich habe die Achterbahn ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt mal vorgespult, damit wir hier, oder damit die Achterbahn hier schnell in den Hügel hochkommt. Ich kann irgendwie immer noch nicht mitfahren. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Jetzt schauen wir uns aber mal an, ob das Ganze jetzt klappt, ob immer noch Menschen, also Polygone, Geisterwesen, nochmal sterben können. Wo sind die eigentlich schon tot, wenn sie durchsichtig und unsichtbar sind? Schauen wir einfach mal. So, hier kommt das gute Gefährt jetzt reingeschossen. Der schöne Wing Coaster. Hier geht's den Hügel hoch. Hier kommt die Schraube. Alles noch gut. Alle leben noch. Alle sind fröhlich. Schöner Familienausflug. Da unten liegen noch ein paar kaputte Fahrzeugteile rum. Das ist Deko. Das gehört so. Die Leichenteile gehören auch mit zur Halloween-Deko. Und jetzt kommt die Bremse. Ja, die Bremse, die Bremse, die Bremse. Aber ein bisschen zu stark gebremst, glaube ich. Denn ich glaube, hier geht es jetzt nicht mehr weiter für das Viech hier. Mist. Gut. Ja, also, Bremsen sind überflüssig. Bauen wir das Ganze doch schnell nochmal um. Mit einem Klick hier. Wir bauen Booster ein. Das ist eine gute Idee. Das sieht auch schön todesmutig aus hier. Ja, warum die Station jetzt selber auch rot ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Denn eigentlich wollte ich sie eben gerade nur die ganze Achterbahn versetzen. Habe dann Escape gedrückt und dann ist rot. So, das Ding ist jetzt oben. Jetzt gucken wir mal, ob jetzt wieder alles schief geht oder nicht. Fahren ja diesmal auch keine Menschen mit. Die paar Fehlschläge da drüben, die beachtet am besten gar nicht. So, jetzt fährt er in die Kurve rein. Jetzt fährt er da rum. So herum. Hier nochmal hoch. Jetzt kommen die Blockbremsen. Und jetzt geht's kaputt. Nichts passiert. Sehr schön. Und juhu, er hat's geschafft. Aber ich glaube, er kommt da vorne den Berg immer noch nicht hoch, oder? Na, doch, schafft er. Oh, durch die Falle durch. Durch die Bäume durch. Ach ja. Und ging. Und den Pfeiler nimmt er natürlich jetzt mit. Ist hier richtig, ey. Ist richtig. Das sieht doch schon besser aus. Ich glaube, wir können die Bahn jetzt auch einfach eröffnen. Ist ja immerhin bis fast zum Ende durchgefahren. Ich glaube, nicht mehr. So viel passiert am Ende. Ich möchte jetzt aber auch wirklich echt mal mitfahren. So, öffnen. Liebe Polygone, unsichtbare Geister, steigt in meine Achterbahn. Ich möchte euch nichts tun. Ich möchte nur gucken, ob sie funktioniert. Mehr nicht. Geht schon wieder nicht. Warum geht das nicht? Gestern ging es noch, als ich es getestet habe. Wie auch immer ich das angestellt habe. Jeder hatte auch seine Schwierigkeiten. Er hat gesagt, er hat irgendwo ein bisschen rumgeklickt und auf einmal ging es. Ah, jetzt geht's. Ui, muss auf die Station klicken und dann. So. Sehr gut, jetzt können wir mitfahren hier. Zack. Ups, da sind ein paar Pfeiler im Weg. Naja, egal. Scheint auch so ganz gut zu klappen. Oh. Juhu, Freefall. Warum hat er das jetzt gemacht? Jetzt kann ich auch wieder mitfahren. Sehr gut, man muss also wirklich auf die Station heraufklicken. Und wir fahren jetzt mal ganz hinten mit. Ganz hinten hier. So. Kann ich nochmal schön umgucken hier. Hallo. Fährt keiner mit. So. Der Präsident des Freizeitparks darf dann auch als erstes die neue Bahn testen, besonders wenn er bei den Mitarbeitern unbeliebt ist. So. Die Rollen hier vorne unten rechts drehen sich noch nicht mit, aber gut, es ist auch die Beta. Schwuppdiwupp, jetzt geht das Ding runter. Mal gucken, ob wir es denn jetzt überleben. Bisschen ruckelig die Fahrt, ein paar Pfeiler im Weg.
Jetzt kommt diese schöne Kurve, aus der wir vorhin rausgeflogen sind. Aus der fliegen wir jetzt nicht mehr raus. Nochmal eine kleine Kopffahrt. Zack. Jetzt kommt hier unser schöner Kreisel, der auch mal ein bisschen unförmig ist. So, hier fliegen wir auch nicht raus. Jetzt kommen wir runter. Jetzt kommen die Bremsen. Oh, das war aber ein harter Drop gerade. Jetzt kommt der Beschleunigungsstreifen. Jetzt fahren wir hoch. Hier nochmal runter. Da fliegen wir fast schon. Ja, jetzt sind wir wieder rausgeflogen. Okay. Eieiei. Aber ich bin aufgestanden und kann weiterlaufen. Ich glaube, das wird heute echt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie viel Versuch das jetzt ist. Sehr gut. So, jetzt machen wir nochmal eine schöne Testfahrt hier. Mal gucken, ob wir es diesmal überleben oder nicht. Testfahrt. Jetzt können wir auch witzigerweise mitfahren. Hey, eine Achterbahn. Wie schön. Hi, der Witzka. Ich glaube, wir werden alle sterben. Hier überleben wir alle noch. Schön. Es geht schön rundherum runter. Alle sind glücklich und zufrieden, haben gerade noch mal einen Cheeseburger gefressen und müssen sich jetzt gleich übergeben, während sie gegen diese ganzen Pfeiler hier fahren. So. Da geht es nochmal die Kurve rein. Hier wird es jetzt schon ein bisschen gefährlicher und holpriger. Hier wären wir schon fast rausgeflogen gerade. Hier auch. Jetzt kommt der kleine Booster. Schaffen die das? Schaffen die das? Schaffen die das? Ja! Sie haben es geschafft. Nochmal einmal den Baum. Ach, scheiße. Autsch. Autsch. Ertrunken. Schade. Ja. Liebe Zuschauer, an dieser Stelle, ich habe jetzt eine Stunde in den Rollercoaster reingesteckt, der auch fast fertig ist. Wenn ihr mal mitfahren wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich baue jetzt dann hier an dieser Stelle nochmal ein wenig weiter. Mehr Parts dann in Kürze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Sagt Florian von Let's Multiplay. Oh, der Stock Münster, wo ich gerade. Okay. Diese. Das ist gruselig. Was hat die jetzt? Wo bin ich jetzt? Das ist auch unmächtig gerade. Ja, ich kann mich irgendwie. Ich lieg, glaube ich, ne? Oder? Ja. Jetzt stehe ich gerade auf.